Guck mal, ihr habt deinen Stuhl gedreht. Was sagst du denn dazu? Ich sehe schon nichts. Okay. Es interessiert ihn leider kein bisschen. Häng ich ihn hier fest? Hey, Freund. Oh, was ist das denn hier? Da ist ja schon wieder irgendwas. Ein Bomber. Unberechenbar. Also Kanister meine ich natürlich. Na, Raumschiff brauche ich hier nicht rufen. Das ist ja hier in der Nähe. Das wäre ja doof, wenn ich das jetzt hier rufen würde, ne? Auf jeden Fall brauchen wir jetzt nur noch 7 Tamium. Dann können wir uns so eine Zelle herstellen und, naja, das unheilige Sonnensystem hier verlassen. Oh nee, Alter, das gibt's doch nicht. Hier sind schon wieder so eine kleinen Hoden, die mich angreifen. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Aua, wegen euch. Wo ist denn eigentlich mein Flieger? Ach, da. Nehm dich mal mit, ne? Oh, du bist süß. Oh, du bist süß. Du bist mein Freund. Warte, ich liebe dich. Au. Ich muss besser aufpassen. Naja, wir brauchen Tamium. Ich brauche jetzt ja gar nicht da einsteigen. Wir brauchen ja Tamium. Yum, yum. Was bist du? Titan. Oh, nimm mal mit. Konnten wir vorhin so gut verkaufen. Können wir das doch jetzt bestimmt auch so. Da unten vielleicht eine Tamium-Pflanze. Wir brauchen ja nur eine Pflanze. Soll wohl 9... dieser Teile haben, wa? Da jähe ich mal ganz fest von Ost. Und da ist eine Pflanze. Sehr gut. Au. Danke. Kriege ich nicht so gut hin. Oh, da ist ja auch noch eine. Ja, das hätte man mir auch vorher zeigen können. Klappt nicht immer mit dem Booster hier. So, wir können uns jetzt eine Warp-Zelle bauen. Warp. Oh, da ist aber nicht viel drin, da. Sehr schön. Haben wir mal unsere Technologie aufgeladen. Und dann würde ich mal sagen, wir verlassen das Sonnensystem. Raumschiff ins Weltall fliegen, um zu beschleunigen. Ja, ich weiß. Galaktische Reisen aktiviert. Erreicht. So, da wollen wir mal erstmal in der Luft fliegen hier. Hallo. Geh weg. Oh, da ist ein Eisenklops. Okay. Ich muss erstmal ein bisschen Tamium sammeln, weil wir bestimmt keins mehr haben dadurch. Deswegen müssen wir erstmal die kleinen Dinger hier zerstören. Ich bin echt ein Silo-Master hier. Ich merke das gerade. Die geben ja hier so schön Tamium. So. Zack, alles so. Das langt auch wieder. So. Jetzt sollen wir doch bestimmt unseren Planeten verlassen. Yeah, wir sind so episch. Okay, galaktische Karte war, glaube ich, M, ne? Ja, hey, ich habe sogar die richtige Taste gefunden. Ja, danke. So. Nein. Lichtjahre. Wollen wir da mal hin, Hyperantrieben? Hyperantrieb. Die Musik dazu ist auch ein Traum. Das hört sich so spacig an, Alter. So 80er Jahre spacig, weißt du? Diese Lichter und Bilder und... Ja, ne? System Zandadamda.
Was ist das? Alter, das Raumschiff will ich haben. Das hat bestimmt viele Inventarplätze. So, Antimaterie-Rezept beschaffen. Antimaterie herstellen. Warpzellen herstellen. Okay. Aber erstmal mache ich mir ein paar Freunde hier drüben. Freunde! Container zerstören. Ja, nee, lieber nicht. Lieber, nee, nein, nein, nee, nein. Nee, nein, nee. Nee, nee. So, wir fliegen mal wieder mit Vollgas in den nächsten Planeten rein. Der sieht auch schon wieder richtig erbaulich aus, weißt du? Na, ja, brutzel, 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 brutzel. Er sieht so wunderschön aus. Oh, Alter, okay, der Planet ist ja wohl auch wieder richtig für den Arsch. Okay, ich hab die Orientierung verloren. Ich hätte mich nicht so drehen sollen. Boah. Der Planet sieht ja auch wieder einfach nur wunderschön aus. Schöner Planet. So, da ist das, wo ich glaube ich hin wollte, da vorne. Glaube ich, also selbst wissen tue ich es natürlich nicht. Dann treffen wir jetzt ja auch hier wieder auf neue Lebensformen, wa? Alter, der Planet ist kacke. Mann, wo sind denn die grünen, hübschen Planeten nur hin? Steril, nicht häufig, Fauna, nichts, Flora, nicht häufig. Bleh. Was ein scheiß Planet. Was ist denn hier? Hier ist ja nichts. Ist auch wieder ein Hund begraben nur. Boah, was ein blöder Planet, Alter. Aber neue Technologie. Kampfverstärker Tau. Ja, njam, njam. Njam, 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 njam. Was brauchen wir eigentlich für so einen Kampfverstärkungskram? Kampfverstärker Tau. Haben wir das schon? Haben wir schon. Kann man aber nochmal machen. Wir haben ja sogar Kampfverstärker Tau drinne. Ansonsten ist hier auch nichts, ne? Nichts. Nichts, nichts, nichts. Ey, da hinten gibt es wieder einen Inventarplatz. Da fliegen wir gleich mal hin. Frachtabwurf. Ein Grahare, Gragra, Gramma, 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 Pro. Laser. Oh Gott, das ist aber ein weiter Weg. Ach, da nehme ich meinen Flieger, weißt du. Oh, was ist das? Hey, was ist das? Schmerzen. Ach so, wieder Titan. Ja, nimm mal mit. Komm. Her mit dem Titan. Gib das. Was ist das da vorne? Au, ich muss besser aufpassen. Ich habe gleich kein Schild mehr. Gibt es hier eine Schildpflanze? Eine Lebenspflanze, ja. Ich brauche aber eine Schildpflanze. Ich weiß aber noch nicht, was das da vorne ist. Da gibt es Technologie. Ein Wissensstein und ein, keine Ahnung was. Aha, ich wusste es. Es ist, Aluminium. Ich hatte keine Ahnung. Wüken Eindringling. Ja, das ist genau das erste Wort, was man lernen soll. Ah, bereits bekannt. Hier finden wir noch ein bisschen Gedümse. So. Ich weiß gar nicht, ob sich Aluminium lohnt zum Abbauen. Also von der Größe dieses Klipses hier eher weniger. Aber was wir haben, haben wir, ne? Vor allem, wenn es neutral ist und damit verkaufbar. Vielleicht gibt es hier ja auch nichts anderes, ne? Oh, wir sind ja auf einem Minusplaneten, wusste ich gar nicht. Disk
kommt auch mit. Das kommt. So. Das und das. Meins, 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 meins. Alles meins. Mein Alu-Scheiß. Ist überhaupt noch was? Nö. Könnt ihr, den Rest könnt ihr behalten. Den Rest überlasse ich euch. Kann gar nicht sein. Bin doch hier so ein harter Typ. Hey, was geht ab? Bist doch mein Homie, oder nicht? Wo? Ja, ich komm schon. Ist schon gut. Ich komm schon, bleib mal geschmeidig. Du brauchst nicht deine Homies rufen. Bin doch schon da. Wo bist denn du? Wo bist denn du, Alter? Ja, Wächtereinheit deaktiviert. Passt auf. Ich wollte ihn eigentlich noch aufs Maul hauen, ne? Aber, naja. Ja, sowas darf man scheinbar nicht mehr heutzutage. Ah, hab gar kein Jetpack mehr. Gut, dann rennen wir. Haben wir noch gar nicht angemacht oder sind wir jetzt schon wieder bei was anderem? Haben wir das noch gar nicht gemacht? Ein Prinz verwirrt. Hey! Was geht ab? Dann muss ich es aufsammeln. Hey, neue Technologie entdeckt. Okay, hier waren wir noch nicht gewesen. Gibt es hier erstmal eine neue Technologie? Blitzwerfer. Oh Gott, Alter. Man kann hier so seine Waffe auftunen, Alter. Dabei würde ich viel lieber mal den Bergbaustrahl auftunen. Tunen, ey. So, wo habe ich geparkt? Was haben wir hier? Faszinierend. Die Perle. Wo habe ich denn jetzt geparkt? Ich finde mein Raumschiff nicht mehr. Ah. Ich wusste es. Rennen wir mal ein bisschen. Oh Gott, mein Raumschiff ist so weit entfernt. Was hat nicht für Peden? Was sind Kakteen? Ja, genau. Ich muss draufhalten. Er muss es ja quasi analysieren, ne? Anorla Tangi Pupina. Ah, ja, genau. Die. Ja, ich schon mal gehört. Wollte ich schon immer mal haben. Sehr einladend. Iridium brauchen wir nicht. Wir müssen das Rezept für eine Warpzelle herbekommen. Aber wo bekommen wir ein Rezept für eine Warpzelle her? Warp. Ne, für Antimaterie. Wir haben das Rezept für Warpzelle. Wir brauchen das Rezept für Antimaterie. Dit ist dat. Ditte. Wollte gerade aussagen. Was hat mich da angebellt? Ruff, ruff. Ich rede und kommuniziere. Ruff, ruff, ruff. Okay. Merk schon, die wollen aber nicht mit mir reden oder kommunizieren. Oh, haben wir noch gar nicht gemacht. Gehen wir mal Vollgas dahin. Wir brauchen bald mal wieder neues Plutonium. Jetzt können wir unseren Teil nicht starten. Unseren Teil nicht starten, ist auch schön. So, das ignoriere ich erstmal. Denn... wir suchen eigentlich, derzeit möchte ich nämlich ein bisschen die Quest verfolgen. Ja, natürlich, Alter. Was? Naki-Daten empfangen? So, wo hast du Navigationsdaten empfangen? Auf dem anderen Planeten, okay. Gut, es geht erstmal auf dem anderen Planeten. Erstmal auf einen anderen Planeten. Okay, wir haben uns auf dem falschen Planeten niedergelassen. Wir müssen erstmal auf den da. Ein bisschen Thamium haben wir noch. Das schaffen wir vielleicht
Kann ich es während des Fluges aufladen? Das ist ja easy going, wa? Das ist ja easy going. So, schon haben wir wieder volles Tamiotastisches Tamioniti-Dinger. Also wir sollen jetzt wohl in eine Fabrik. Da bin ich mal gespannt. Ein Rezept für Antimaterie, ne? Kann ich mich drehen? Nö, schade. Manchmal bin ich sehr enttäuscht. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, warte. Ja, der Planet sieht auch wieder aus, als wenn... Als wenn da Wasser wäre. Ah, bin schon in der Planetenumlaufbahn. Okay, die Minute müssen wir so fliegen. Dann können wir uns ein bisschen den Planeten angucken. Dann fliege ich auch mal nach unten. So, Mr. Planet. Du siehst wieder sehr gefroren aus. Sieht schon wieder aus, als ob da alles voller Eis ist. Und Wasser. Wasser? Hey, wir haben wirklich Wasser gefunden. Geil. Sehr schön. Aber auch schon wieder nur ein Eisplanet. Könnte da jetzt nicht grün sein mit Stränden und sowas? Oh, das wäre geil. Ein Planet mit Stränden. Das ist noch ganz schön weit weg. Habt ihr das gesehen? Das war stylisch, ne? Das hatte jetzt schon ein bisschen Stil, gib zu. Das war jetzt schon so ein bisschen Player-mäßig, muss ich sagen. Signal der Alien-Fabrik. Ja, bei Aliens-Fabrik kriegen wir doch garantiert das Rezept für Anti. Für Anti-Brumm hier. Ja, ich sag, Antimaterie. Aber jetzt sind noch 2 Minuten dahin. Da dreh ich nochmal ein paar Fassrollen hier. Ich will ja auch gar nicht den Impulsantrieb. Ich will ja hier nur ein bisschen hampeln. Ich will doch nur hampeln. Antimaterie. Rezept beschaffen. Stirb, Planet. Stirb, stirb. Das ist aggressiv, wenn wir hier so raufballern. Was ist, wenn wir eine Wächterdrohne so treffen durch Zufall? Fliegt die uns dann hinterher? Oder wenn wir einen anderen Freund treffen? Gibt es Wale und sowas? Oh, ist das ein langer Flug. Wir ballern hier aber mal ein bisschen auf den Planeten ein. Weil der eingefroren ist, weißt du? Der entspricht nicht unseren Vorstellungen. Deswegen müssen wir ihnen wehtun. Entspricht meinen Vorstellungen! Das will er nicht. Selbst mit Waffengewalt nicht. Ist das enttäuschend. Ist das enttäuschend. So, wir sind gleich bei der Fabrik angekommen. Ich hätte vielleicht ein bisschen im Orbit ein bisschen damit lang fliegen sollen, aber gut. Jetzt sind es auch nur noch 30 Sekunden. Hey, es gibt keine Überhitzung. So, wir haben es gleich. Es ist nicht mehr weit. Wir müssen jetzt nur noch gleich hinter dem Mond, gleich links, weißt du? Können Sie sich schon mal ein bisschen nach links orientieren, so. Na, wenn das mal nicht Mr. Fabrik ist. Wenn das mal nicht... Hallo. Geh mal da hin, Alter. Was ist denn los mit dir? So, und landen. Hallöchen. Ja, das sieht aus wie eine Fabrik, ja. Wenn etwas aussieht wie eine Fabrik, denn das hier, wa? Puderschnee. Minimal. Ergiebig, sporadisch. Planet Yuki Wuki. Ah, der Yuki Wuki Planet. Ja, von dem habe ich auch schon mal gehört. Der soll ganz bekannt sein. In der Yuki Wuki Galaxie. Ja, da sollen wir jetzt hin. Das ist denn wohl die Fabrik? Wenn die das sagen. Verlassene Tür. Blitzwerfer mit Multiwerkzeug installieren und die Tür aufbrechen. Ach, das wollt ihr jetzt, mein Freund. Das wollt ihr jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich das Waffenmodi wechsle.
Ich habe ja Blitzwerfer drin, aber ich weiß gar nicht, wie ich das wechsle. Ja, keine Ahnung. Ich hätte ja gerne Blitzwerfer, ja, warte. Verwirrt. Ja, zu Ende. Jetzt müssen wir einen Blitzwerfer bauen. Ich habe einen Blitzwerfer. Gut, zerlegen wir das. Und dann bauen wir uns einen Blitzwerfer, indem wir Plutonium. Weil wir wollen ja unten den Questfall. Oh, hallo, Wissensstein. So, Eindringling, visuell. Jetzt sind wir ein visueller Eindringling. Wo kriegen wir denn jetzt noch ein bisschen Plutonium her?